Herzlich willkommen bei TV Rupp und einer weiteren Ausgabe in unserem Format TV Rupp Lupe. Ich bin David und ich stelle heute den Film Mr. Nobody vor. Es handelt sich genau um diesen Film hier und wie man vielleicht schon erkennen kann, sieht man hier Jared Leto auf dem Cover und Diane Krüger. Und diese Schauspieler sind schon etwas mehr bekannter als der Regisseur, denn der heißt Jaco van Dormael, ist ein belgischer Regisseur und der Film ist dementsprechend auch ein belgischer Film. Aber es handelt sich hier vor allem für mich auch um eine Filmperle, denn im Mainstream-Bereich ist dieser Film gar nicht mal so sehr bekannt. Dafür, wenn man diesen Film kennt, stellt man sich hier die Frage, warum ist das eigentlich so? Und ich finde, man sollte diesen Film bekannter machen und aus diesem Grund gibt es da auch eine Menge drüber zu erzählen. Ja, worum geht es eigentlich in dem Film? Es geht hier zum einen um den Protagonisten Nemo, der als Kind aufwächst, also bei seinen Eltern, bei seiner Mutter und seinem Vater, und es kommt dazu, dass sie sich auseinanderleben. Und da steht Nemo vor der unmöglichen Lebensentscheidung, sich selbst also dafür zu entscheiden, wo er nun aufwachsen möchte, entweder bei seiner Mutter oder bei seinem Vater. Und was der Film da macht an dieser Stelle ist ziemlich besonders, denn der Film zeigt, dass er sich für beides entscheidet und dementsprechend werden auch beide Lebensentscheidungen in dem Film gezeigt. Und es gibt dann sowohl auch bei beiden Lebenswegen Abzweigungen und diese Abzweigungen werden auch gezeigt, also wie er sich entscheidet. Der Film ist also dadurch aufgebaut, dass einfach alle Entscheidungen gezeigt werden. Und besonders geht es hier um Entscheidungen, die ziemlich schwierig zu treffen sind. So zum Beispiel, wenn er drei Mädchen begegnet, Anna, Elise und Jean, und sich entscheiden muss, für welches, also mit welchem Mädchen er zusammen sein möchte. Und alle drei stehen auf ihn und ja, er muss sich entscheiden. Und er trägt dabei auch eine Münze bei sich. Also hier wird auch die Münze sozusagen so als Entscheidungsträger benutzt, wenn er dann bei Kopf oder Zahl sich dann entweder für das entscheiden muss oder für das andere. Ja, das ist dann zum einen also diese Geschichte, die hier aufgemacht wird, also diese Liebesgeschichte auch, die ziemlich berührend ist, nach meinem Eindruck. Aber man muss auch sagen, hier fängt der Film auch gar nicht an mit dem kleinen Nemo, sondern mit dem erwachsenen Nemo, Können Sie mir der sagen, wie alt 118 Sie Jahre sind? alt ist Oh und der sich in ja, einer Welt ich bin befindet, wo es nur 84. Menschen gibt, Ich die bin 9 nicht mehr sterben Jahre können, die groß. unendlich lange leben. Und das aufgrund der 1945. unendlichen Zellerneuerung, also durch Telomere im Körper, die sich nicht mehr verkürzen können. Denn es ist ja auch so, also in der Altersforschung, in der Biologie, in der Genealogie, dass die Forscher daran ja, forschen, wie man das verlängern kann, also dass die Zellen, also das Leben verlängern kann, dass die Zellen sich nicht mehr verkürzen. Denn der natürliche Tod tritt ja ein dadurch, dass die Zelle sich am Ende nicht mehr verkürzen kann. Also hier sieht man auch an der Stelle, dass der Film ja, biologische Themen aufgreift, aber vor allem auch, wenn es um diese Lebensentscheidungen geht, physikalische Themen. Und dann wird hier zum Beispiel über Liebe ja, zum einen auch philosophiert, aber auch aus der Perspektive der Physik gesprochen. Also einmal bei Liebe, dann beim Thema Zeit an sich, wie Zeit funktioniert, ob Zeit nicht auch rückwärts laufen könnte, damit man sich vielleicht nochmal anders entscheidet. Oder zum Beispiel auch das Thema Angst. Also hier werden auch psychologische Themen angesprochen. So zum Beispiel auch das Thema der Depression. Der Nemo entscheidet sich zum einen dafür, dass er, ja, er entscheidet sich dafür, dass er mit allen drei zusammenkommt. Das wird ja hier gezeigt in dem Film, mit allen drei Mädchen, die auf ihn stehen. Und dann kommt er mit einem Mädchen zusammen, wo sich dann später herausstellt, dass sie unter einer manischen Depression leidet. Und da wird also das Thema Depression aufgegriffen und hier weiß man nicht genau bei ihr, welche Ursache diese Depression hat. Und diese Depression findet sich zum Beispiel auch bei seinem Vater wieder, denn der Vater ist für eine bestimmte Ursache verantwortlich und da fühlt er sich schuldig. Also hier werden zwei verschiedene Arten der Depression vorgestellt, aber wofür der Vater verantwortlich ist, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ein bisschen möchte ich auch spoilerfrei bleiben, aber hier sieht man, dass der Film ja viele unterschiedliche Themen miteinander in ein Netz verstrickt und sozusagen ein Geflecht und sich an unterschiedlichen Themen bedient und die zusammenfügt und das ein großes Ganzes gibt. Und das macht diesen Film im Gegensatz zu anderen Filmen ziemlich interessant.
Und was macht Mr. Nobody nun besonders im Gegensatz zu anderen Filmen? Da ist mir aufgefallen, dass es hier vor allem um die Erzählstruktur geht, die gleichzeitig auf der formalen Ebene als auch auf der inhaltlichen Ebene zeigt, wie sie im Einklang steht, nämlich wenn es um verschiedene Lebensentscheidungen geht. Und hier werden verschiedene Lebensentscheidungen einfach alle gezeigt. Und so strukturiert sich der Film. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in der Popkultur, dass es da auch bestimmte, vor allem Videospiele gibt, die das so ähnlich gemacht haben, die auch philosophisch angehaucht sind. Zum einen ist mir hier aufgefallen, es gibt das Videospiel Detroit Become Human. Hier geht es um, also hier geht es um eine Welt, die 2038 spielt und wo Roboter nun die Arbeit übernehmen und wo es auch um die Frage geht, ob Roboter, also künstliche Intelligenzen, die gleichen Rechte haben wie wir. Und da muss man sich in dem Spiel mit Hilfe der Tasten auf dem Controller entscheiden, wie es nun weitergeht. Also das ist vor allem ein Interaktionsspiel. Hier hat man selbst die Möglichkeit einzugreifen in dem Spiel und dafür zu sorgen, wie die Geschichte nun weitergeht. Das ist aber auch ein Unterschied zu Mr. Nobody, denn Mr. Nobody als Zuschauer hat man hier nicht die Wahl, sich zu entscheiden, sich selber, sondern man muss einfach alles sich anschauen, was einem gezeigt wird, und es wird einem alles gezeigt. Und bei Detroit Become Human ist es so, dass bestimmte Kapitel in dem Spiel gar nicht erst anspielbar sind, je nachdem, wie man sich entschieden hat. Und das kann man sich dann als Baumstruktur vorstellen, wo bestimmte Abzweigungen und Zweige blass bleiben, während die anderen dann gespielt werden. Hier muss man also das Spiel auch mehrmals durchspielen, um einfach alle Kapitel durchgespielt zu haben. Und das machen aber zum Beispiel auch Filme, also Interaktionsfilme, wie man das kennt von Black Mirror, Bandersnatch. Da hat man auch die Möglichkeit, in das Geschehen einzugreifen. Ja, aber bei Mr. Nobody in dem Film wird einfach alles gezeigt, und da wird vor allem gezeigt, welche Entscheidung auf der nächsten folgt, also wenn es um Ursache und Wirkung geht. Und hier spielt vor allem auf der inhaltlichen Ebene der Schmetterlingseffekt eine Rolle, oder auch bekannt die Chaostheorie. Also eine bestimmte Entscheidung hat auch eine Ursache, auch eine Wirkung. Und hier ist mir aufgefallen, dass es ja auch einen Bezug gibt zu dem Spiel Life is Strange. Ein sehr interessantes Spiel, weil man hier zum Beispiel auch auf dem Cover sieht, dass es hier ein Foto gibt von der Protagonistin, und sie hat auch sehr viel mit Fotos zu tun, die sie macht. Und diese Fotos, die spielen ja auch eine wichtige Rolle in Mr. Nobody, weil Fotos benutzt werden, um von einzelnen Szenen zu anderen überzublenden. So zum Beispiel, wenn Nemo mit Anna am Strand sitzt und Anna ihn fragt, ob er denn mitschwimmen möchte mit den anderen. Und da gibt es dann eine Möglichkeit, die gezeigt wird, dass Nemo nämlich sagt, nein, die anderen sind mir zu blöd, ich möchte nicht. Und darauf reagiert Anna dann so, dass sie findet das nicht gerade toll, und deshalb kommt es dazu, dass sie sich erst gar nicht richtig kennenlernen. Und dann bereut Nemo das, und dann auf einmal wird gezeigt, wie wäre es denn, wenn er gesagt hätte, na ja, okay, ich möchte nicht schwimmen, ich habe Angst, ich kann eigentlich gar nicht schwimmen. Und das sagt er dann, und dann zeigt Anna Verständnis, und es wird gezeigt, wie beide zueinander finden. Und das wird dann auf einmal übergeblendet mit einem Foto, und dann geht es nach New York, dann sieht man auf einmal, wie beide in New York sind und zueinander finden. Und hier dient sozusagen das Medium des Fotos so als Vermittler, auch von Erinnerungen, weil zum Beispiel am Anfang des Films versucht der Hypnotiseur, in die Erinnerungen von Nemo hineinzuschauen und zu gucken, welche Bilder sich da auftun, wovon er berichtet. Und Bilder, die kann man auch festhalten, nicht nur durch Hypnose oder heraufbeschwören, sondern einfach durch Fotos. Und ja, hier zeigt sich der Film auch, also Mr. Nobody, der reiht sich ein in eine Tradition, gemeinsam mit Videospielen wie Detroit Become Human oder Life is Strange, wobei diese Videospiele nach diesem Film erschienen sind. Und vielleicht haben sich die Videospiele auch an diesem Film orientiert, wer weiß das schon.
In dem Film geht es ja nicht nur um verschiedene Lebensentscheidungen, sondern auch darum, seine eigene Realität zu formen. Und der Film zeigt ja nun, wie einfach alle Entscheidungen gezeigt werden. Und das ist ja im echten, also in unserem Leben jetzt nicht so möglich, sondern man entscheidet sich immer für das eine oder andere und dementsprechend wird die eigene Realität auch geformt. Da der Film aber nun alle Entscheidungen zeigt, wirft der Film auch am Ende die Frage auf, ob wir eigentlich wirklich existieren oder nicht. Und da werden sich jetzt schon die ersten denken, ja klar, also ich existiere. Aber diese Frage wurde ja jetzt nicht nur in Mr. Nobody aufgeworfen, sondern zum Beispiel auch in anderen Filmen. Das größte oder das vielleicht bekannteste Beispiel wäre hier Matrix, wo man sich dann die Frage stellt, ob die Realität, in der wir leben, nicht einfach vorgetäuscht ist und ob die wirkliche Welt nicht noch viel schlimmer aussehe. Und da bei dieser Frage, also diese Frage wird hier auch nicht beantwortet in dem Film und ich möchte sie auch nicht direkt beantworten. Das bleibt dann jedem selbst überlassen, wie man sie sich beantwortet. Aber ich habe das auch in Verbindung gebracht mit Descartes, René Descartes, der Philosoph, der sich die Frage gestellt hat, was wir eigentlich wissen können und was eigentlich unmittelbar oder was einfach auf jeden Fall sicher gewusst werden kann. Und da hat er dann auch ein Gedankenexperiment aufgestellt, wenn es um die Frage der Realität geht, nämlich wenn es um einen Täuschergott geht, der einen ja immer täuschen könnte. Und da hat er sich gefragt, durch was können wir absolut gewiss sein, dass wir wirklich existieren? Und da ist er zu seinem berühmten Satz gekommen, cogito ergo sum. Also übersetzt, ich denke, also bin ich. Und aufgrund unserer Gedanken, also dass wir denken können, können wir uns nicht darin täuschen, dass wir existieren. Weil selbst wenn uns jemand vortäuscht, dass wir nicht existieren, denken wir darüber nach. Und dieser Gedanke, dieser Prozess des Denkens, der beweist, dass wir existieren, dass wir zumindest dass wir ein gedankliches Wesen in uns haben. Und das ist mir so aufgefallen, das war meine Interpretation, aber es gibt sicherlich auch andere und da müsste man sich selbst mal diesen Film anschauen und ich finde es ziemlich spannend, dass man sich mal auf so etwas einlässt, auch auf etwas Neues und Ungewöhnliches. Und ja, das war's dann auch heute von mir schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin bei TVRUB euch Beiträge anschaut oder wenn ihr uns auf Instagram folgt, auf Facebook, da sind wir auch vertreten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!